Dieses Unboxing-Video entsteht fast unter professionellen Bedingungen, denn ich höre von draußen immer Ton, Kamera und Bitte. Denn bei mir hier in Hamburg wird gerade vor der Haustür Notruf Hafenkante gedreht, eine ZDF-Serie. Ja, ist mal ganz interessant. Ich blende euch mal ein paar Ausschnitte ein, was hier vor meiner Haustür passiert. Da stehen so zwei Personen vor diesem Hauseingang herum, bestimmt schon 20 Minuten lang. Und immer wieder wurde diese eine Szene wiederholt. Also da steckt richtig Produktionsaufwand dahinter. Diesen Aufwand mache ich mir nicht, sondern das Unboxing passiert live. Es wird nur einmal geschehen und nicht wiederholt. Ich habe beim Paluten-Shop bestellt. Paluten kannte ich gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Sondern das habt ihr, liebe Abonnenten, mir empfohlen, dass ich da mal bestellen soll. Und dann wurde jetzt auch noch neulich im Radio auf NDR 2 von Paluten gesprochen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das muss ja wohl ein großes Ding sein. Ja, Paluten ist ein YouTuber. Ich glaube, der macht so einen Gaming-YouTube-Channel. Ich packe es jetzt einfach mal aus, was ich mir hier bestellt habe. Und zwar war das verhältnismäßig günstig. Das war ein Sonderangebot, reduziert von 50 Euro auf 10 Euro. Und da dachte ich, muss ich zuschlagen. Ja, der Schütteltest fällt nicht so gut aus, denn ich glaube, hier ist kein Füllmaterial drin. Das raschelt ordentlich. Aber ich packe es mal aus. So, ihr seht schon, was drin ist. Ich schaue auch mal. Und zwar, es ist ein Set bestehend aus einem Puzzle, Stickern, dann eine Frisbee-Scheibe und einem Poster. Das ist jetzt nur die Puzzle-Verpackung, aber hier ist ein Hinweis drauf. In der Puzzlebox enthalten Frisbee, Sticker und Poster. Aha. Ich glaube, dies ist das Poster. Das mache ich gleich mal auf. Hier ist die Frisbee-Scheibe. Achtung! Oh, und hier ist das Puzzle. Ja, da werde ich mich mal dran machen. Und hier ist noch ein Begleitzettel. Ach nein, das ist der Stickerbogen. Vom Stickerbogen lassen sich die einzelnen Figuren nicht ganz beschädigungsfrei erziehen, habt ihr gerade gesehen. Da hätte die Produktionsqualität ein bisschen besser sein können. Jetzt zeige ich euch nochmal die Frisbee-Scheibe im Detail. Die habe ich ja eben so schnell weggeworfen. Also die ist richtig schön gestaltet. Wer Paluten-Fan ist, dem gefällt die bestimmt. Ich denke mal, ich bin ja kein Paluten-Fan, von daher kommentiert gerne mal, wer diese Frisbee-Scheibe haben möchte. Ich verlose sie unter allen Kommentaren und ich verlose auch das Poster, das ich jetzt mal ausklappe. Ich gehe mal einen Schritt zurück in der Hoffnung, dass ihr das Poster dann komplett sehen könnt. Ja, das ist also das gleiche Motiv wie vom Stickerbogen und passt gut ins Kinderzimmer, Jugendzimmer, würde ich sagen. Also wer daran Interesse hat, bitte auch kommentieren. Zum Versand. Ich hatte am Dienstagabend bestellt. Am Mittwoch wurde gleich die Bestellung versandt. Am Donnerstag hatte ich sie mit DHL, also ruckzuck. Und auch die Versandkosten sind mit 4,95 Euro sehr fair. Dafür gibt es von mir die Note 1. Das Preisniveau hier für dieses Puzzle plus die ganzen Zugaben, für 50 Euro hätte ich mir das wohl nicht gekauft. Aber für 10 Euro im Sonderangebot, denke ich, habe ich hier einen guten Deal gemacht. Wer von euch Paluten-Fan ist, kann ja auch noch schnell im Shop vorbeischauen und sich das hier kaufen. Ja, oder ihr kommentiert halt und wahrt euch so die Chance auf die Frisbee-Scheibe oder das Poster. Diese kleine Verlosung läuft bis eine Woche nach Veröffentlichung meines Videos und danach informiere ich euch per Kommentar, wer gewonnen hat. Ja, und ich werde jetzt erstmal puzzeln. 1000 Teile sind ja doch ganz schön viel. Bis zum nächsten Unboxing-Video hier bei paketda.de.